Hallo Leute, hier ist Evils of Gaming, mein Name ist Evil und los geht's! Hallo Leute, heute endlich mal wieder ein SWTOR-Video in deutscher Sprache. Yes, yes, yes! Wie ihr euch gewünscht habt, diesmal habe ich eine neue Serie am Start und zwar Deception Part 1, also Teil 1 dieser Serie. Ich habe ein paar Warzones gemacht, um ein bisschen mehr, sag ich mal, mehr Erfahrungen mit dem Deception-Bild an sich zu bekommen. Natürlich ist einiges noch verbesserungswürdig, also wenn ihr hier Anregungen habt, drop me a line, yes, here we are. Was gibt's zu sagen? Ich habe auch nochmal generelle Sachen zu sagen. Wie ihr wisst, bin ich nun kein Partner mehr bei TGN Network, habe dadurch auch mein Banner verloren, meine Custom Thumbnails, also diese eigenerstellten Vorschaubilder für die Videos und einige Features mehr, die wirklich richtig gut sind. In der letzten Zeit habe ich nun Kontakt mit einigen anderen Networks aufgenommen, hab mit einigen Leuten gesprochen und es scheint ganz gut auszusehen. Also ich kann noch nichts genaueres sagen, werde das aber nachholen. Ich denke mal so in 1-2 Wochen wird es dann soweit sein und ich kann euch hoffentlich Positives berichten. Was ist noch geplant? Also ich habe geplant, auch im Speziellen für SWTOR, eventuell jetzt in 2013 mal ein bisschen anzufangen mit Livestreaming. Und zwar, die Idee ist, Livestreaming zu machen plus teilweise auch Lobbys zu machen und zu sagen, ey, Leute, wenn ihr meine Videos schaut und seid auf meinem Server, warum tun wir uns nicht mal zusammen, machen hier mal random Warzones oder machen sonstiges zusammen im PvP. Ich würde das dann aufnehmen, würde es dementsprechend schneiden und so weiter und auf dem Channel zur Verfügung stellen. Ich denke mal, für uns alle wäre das richtig spaßig und was haltet ihr von der Idee? Also schreibt mir einfach in euer Kommentar, was ihr davon haltet, zum ersten Livestreaming und dann im Livestreaming auch solche offene Lobbys zu machen für, sag ich mal, Evilsoft Gaming Channel Pros. Oder wie auch immer man sie nennen will. Also das wäre echt interessant, wenn ihr mir da ein bisschen Input gebt, was ihr davon haltet oder was ansonsten sonst noch für euch interessant wäre, was den Channel verbessern würde oder die Videos verbessern würde oder wie auch immer. Also da bin ich wirklich echt, sag ich mal, wäre echt klasse, wenn ihr mir da ein bisschen Input geben würdet, wie ihr das auch mit dem Deception und so weiter gemacht habt. Ich habe auch vor, diese Serie zum einen in Deception zu machen und zum anderen auch mich in Bereich Madness zu wagen und dort dann auch eine Serie zu machen. Aber ich werde es wahrscheinlich erstmal die erste Zeit Deception mehr gehen, um erstmal reinzukommen, weil ihr wisst ja, in der Skillung muss man sich einspielen und dementsprechend ist das auch nichts, was man jetzt von einer Warzone zur anderen mal so schnell ändert. Aber das sind so jetzt, sag ich mal, die wichtigsten Sachen. Hoffe, in den nächsten 1-2 Wochen tut sich was. Ich habe auch, muss ich sagen, jetzt auch bald wieder ein Giveaway vor. Ein etwas größeres Giveaway für 500 Abonnenten, wenn ich das schaffen sollte. Habe ich einiges mir überlegt. Und wenn es soweit ist, dann dementsprechend gibt es ein Video, Giveaway und so weiter und so fort. Weil ich habe endlich mal jetzt nach 4 Monaten die erste Bezahlung von TGN bekommen. Ich habe schon nicht mehr daran gedacht, dass die mir überhaupt noch was geben. Aber anyway, das ist ja einer der Punkte, warum es gut ist, ein Network anzugehören zu diesen Features, die man hat. Man bekommt ab und zu mal ein bisschen, sag ich mal, für diese Werbung ein bisschen Geld, wo man dann dementsprechend auch wieder mit Giveaways den Leuten zur Verfügung stellen kann. Und das ist auch der Hauptgrund oder eine gute Sache, um das zu tun. Und da habe ich ein bisschen was bekommen. Ist zwar zu wenig, aber ist egal, ich lege da noch einiges drauf. Ich freue mich ja, wenn die Leute Spaß an dem haben, was ich hier tue.
Und wie gesagt, bei dem 500 Abonnenten Special werde ich da mir da was Spezielles für euch einfallen lassen, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, genug gequatscht. Also ich hoffe, euch gefällt das Gameplay. Wenn irgendwelche Fragen sind, wie immer, drop me a line, Likes und so weiter und so fort, Dislikes, wie ist eure Meinung und so weiter und so fort. Hoffe, ihr habt Spaß, lasst knacken, bis zum nächsten Video und ich würde sagen, ich ende mit meinem Motto, keep it real and it's all about the games. Bye bye, Leute. Bye. Yes.